hört das Grenzregime des guten Geschmacks Herz an Herz, das Polit-Emotion-Sex-Scene mit ohne Quote. Mit diesen Feel-Good-Themen wollen wir euch das Zwerchfell massieren. Deutschland verrecke, wie Angela Merkel, Jogi Löw und der Bielefelder Aster gemeinsam unser Vaterland zerstören. Dein Voyeur und Helfer, so freizügig zeigen sich die Deutschen im Netz. Und die gesamte Polizeikaserne schaut zu. Und von Pussygrabbing bis Penislapping, wir präsentieren die verrücktesten MeToo-Sex-Crimes der Welt. Hier sind eure Kreuzfahrtkapitäne auf der Lifeline der guten Laune. Konrad Körner und der Strunk. Hallo zusammen. Hi, hi, hi. Na? Oh, es ist wieder gemuckelig warm hier in diesem Studio. Ja, endlich zurück zu Hause. Wir waren noch so lange nicht mehr hier, ne? Unser persönliches Zurück-zu-Hause-Festival, ne? Nach 3 Monaten oder wie lange waren wir jetzt da? Ich weiß auch nicht, 5 Jahre oder so. Und jetzt sind wir sogar wieder komplett vereint. Der Sai ist heute auch wieder da. Ach, schön. Aber leider, ach Mensch, was sind wir auch immer noch traurig, ne? Unsere Jungs haben in Russland verloren und dann auch noch gegen so Schlitzis und als Letzter ausgeschieden. Mann, 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 war das ärgerlich. Ja, man muss es schon so sagen, so sehr wurde unser Land nicht mehr gedemütigt seit Dresden 45. Das ist wirklich schrecklich. Und deswegen hat jetzt der Spiegel auch getitelt, wir waren mal wer. Ja, das ganze Land geht nämlich jetzt den Bach runter. WM verloren, Fugees außer Kontrolle und Mutti Merkel hat auch keine Kontrolle mehr, sagt jedenfalls der Spiegel. Noch besser auf den Punkt gebracht hat das aber die Volksstimme von Sat.1, nämlich Klaus Strunz. Die Analyse der Riesenblamage gleicht einer Bestandsaufnahme des ganzen Landes. Wir haben nicht genug Mut, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Löw hätte Özil und Gündogan zu Hause lassen müssen. Genauso wie Angela Merkel endlich auf Horst Seehofer hören sollte, der eine Asylpolitik fordert, von der die meisten Deutschen überzeugt sind. Ja, die ja wirklich alle Deutschen wollen, also ist ja klar. Also zumindest gefühlt, aber das ist ja das, was zählt. Aber auch krass, wie dieser Strunz die Parallelen da aufgedeckt hat. Fußball und Politik ist im Prinzip im Moment identisch. Jetzt hat ja der Jogi gesagt, er bleibt, weil er 2020 noch Europameister werden will. Und die Angie, die bleibt ja auch noch wahrscheinlich bis 2030, kämpft auch noch um den Titel, um die Europameisterschaft. Da hatte der Strunz also mal wieder recht. Was ich mich da jetzt aber gefragt habe, was folgt denn aus dieser Logik? Also was ist jetzt, wenn zum Beispiel Russland Weltmeister wird? Und Israel hat ja auch schon den Grand Prix gewonnen. Oder ein Syrer das Dschungelcamp gewinnt. Gute Nacht, Deutschland. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplanes. Au, Back. Das ist auch immer ein Ärger. Ich denke, ihr kennt das alle. Da will man mal bei so einer Sauforgie ein paar Partypics von geilen Ollen posten und zack, macht man sich strafbar. Alles jetzt nur wegen diesem doofen DSGEU. Ja, nix darf man mehr, ne? Immer Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Polizist müsste man aber sein, ne? Da darf man ja bekanntlich alles neuerdings. Auf der Straße darfst du dir jeden grabben und im Netz kannst du dir die Pics von allen Computern einfach so saugen. Ja, und wie das wirklich geht, das erklärt euch jetzt unser Privacy. Ja, in Hessen wollen die CDU und Grüne den Einsatz ihres neuen Staatstrojaners jetzt noch schnell vor der Sommerpause durch den Landtag bumsen. Und ich durfte schon mal einen kleinen Blick erhaschen auf dieses nice Future Gadget der hessischen Polizei. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ein neuer Trojaner. Heißt das, da gibt es irgendwie mehrere? Ja klar, manchmal wird ja eines dieser kleinen digitalen trojanischen Pferdchen entdeckt und dann ist es nutzlos und da muss man ein neues bauen. Sei, ich habe ja gelesen, dass das BKA schon mehr als 6 Millionen Euro investiert hat, um diese Trojaner programmieren zu lassen. Das ist zwar teuer, dafür kann der Trojaner aber auch mehr als gesetzlich erlaubt ist. Das hat der Chaos Computer Club analysiert. Das ist so eine Art TKKG für Computernerds. Cool. Naja, die haben halt rausgefunden, dass eines dieser Pferdchen eben zu schlau war. Also musste das BKA dann einen neuen Trojaner programmieren lassen. Und den anderen, besseren Trojaner haben sie dann in den Papierkorb gelegt, so Ablage P oder wie? Nee, den gibt's noch.
aber nur zur Sicherheit, falls der neue mal nicht geht. Dafür hat das BKA extra die Begründung angepasst. Aber was kann man denn jetzt mit so einem Trojaner alles anstellen? Also ich stelle mir das ja richtig spannend vor. Ja, damit kannst du alles lesen, was auf deiner Festplatte drauf ist. Oder ihr kennt doch zum Beispiel den Film Das Leben der Anderen. Ich habe ja immer gedacht, das ist total Science Fiction, ne? Aber heutzutage geht das wirklich. Die können sogar Skype-Gespräche mithören und deine WhatsApp-Chats mitlesen. Aber das finde ich ja jetzt schon ein bisschen krass. Also ich möchte natürlich jetzt auch keine Messerstecher, Nafris oder G20-Terroristen hier haben. Aber was ist, wenn du ganz aus Versehen mal verdächtigt wirst? Kann ja schon mal vorkommen, dass du bei einer Anti-Atomkraft-Demo zu nah am schwarzen Block stehst. Da können die echt alles über dich sammeln, das gegen dich verwendet werden kann? Ach, Unsinn. Das ist doch wie bei Facebook. Wenn der Strunk vergessen hat, sich auszuloggen, dann machst du ja vielleicht mal einen witzigen Post in seinem Profil oder du endest sein Bild in Sebastian Edati. Aber du würdest ja nie seine Chats durchlesen. Also, das ist doch so eine Art Gentleman's Agreement. Da hält sich ja auch die Polizei dran. Aber was ich mich jetzt frage, wie kommt dieser Trojaner denn überhaupt jetzt auf mein Device? Also ich bekomme ja immer so seltsame E-Mails zum Beispiel. Ne? Im Betreff stehen dann so Sachen wie einsame asiatische Mädchen, die nach Freunden suchen. Sind in diesen Mails dann vielleicht solche BKA-Trojaner versteckt? Du bist aber ein kleiner Schlauschimmel. Früher hat das BKA wirklich E-Mails verschickt, um die Software auf deine Geräte zu schleusen. Aber solche Mails öffnet ja niemand mehr. Ach, also ich weiß ja nicht, also die wirken ja schon täuschend echt. Naja, inzwischen ist das ja noch viel leichter. Die gehen einfach in deine Wohnung, während du nicht da bist. Das geht auch ganz ohne so nerviges Warten auf Richterbeschlüsse oder so. Halt, stopp, also das kann ja gar nicht sein. Artikel 13 im Grundgesetz sagt doch, ich hab's gerade nachgeschlagen, die Wohnung ist unverletzlich. Ja, macht's gut, Leute, ne? Tschö. Ihr hört eure Lieblingsformat-Radiosendung Herz an Herz und jetzt sagen wir alle Tschuk, Tschuk, jetzt geht's um die Bahn. Ja, die Deutsche Bahn hat ja nicht so einen tollen Ruf, sage ich mal. Ist immer unpünktlich, voll gekotzt und überteuert. Und darum will da halt auch keiner arbeiten. Jetzt gibt's aber die große Image-Kampagne. Erst gab's heiße Uniformen im SS-Look von Guido Maria Kretschmer und jetzt außerdem eine ganz inklusive Bewerbungspolitik. Wir haben schon den ersten Werbespot. Werbung. Hertz 87.9. Du bist es gewohnt, dass dich alle doof finden. Du warst im Leben meistens zu spät. Deine Toilette stinkt. Dann stelle jetzt die Weichen für dein berufliches Meschede. Anstatt dich jetzt vor den Zug zu werfen, steig doch lieber ein. Denn die Deutsche Bahn nimmt jetzt wirklich jeden. Du hast Konzentrationsschwäche? Komm in unser Planungsteam für Wagenreihung. Du pöbelst eh ständig betrunken auf unseren Bahnsteigen? Unser Funkhaus für Bahnhofsdurchsagen ist der perfekte Ort für verbale Entgleisungen. Kann ich Scheiße nicht lesen, fällt jedenfalls aus. Lesen und Schreiben überfordert dich schnell? Wir brauchen keine Bewerbung. Schick uns eine Sprachnachricht oder deine 5 Lieblings-Emojis. Ein paar Klicks genügen. Wer auf unseren Internetseiten überhaupt irgendwas findet, kann bei der Bahn alles werden. Außer Mitarbeiter mit Arbeitnehmerrechten. Abenteuer garantiert. Stelle dich mit der Technik von gestern und den Zügen von vorgestern dem Verkehr von morgen. Im Bahnkonzern erwarten dich ein fester Krisenjob, Burnout-Seminare nach jedem zweiten Burnout, ein fast heißer Gratis-Café und 1500 Euro, wenn du weitere Mitarbeiter wirbst, die genauso unqualifiziert sind wie du. Auch Rentner, Schul-, Studien- und Bundeswehrabbrecher sind bei uns willkommen. Und fertig studierte Ausländer. Die Deutsche Bahn. Immer noch besser als zu Fuß. Kunden, die auf diese Anzeige reagierten, mochten auch Lady Donatas Domina Studio, Hartmut Medorn und ein gratis Wochenende auf der Lifeline. Wenn aus deinem Körper Versuchsfläche wird, wenn aus deiner Psyche Fortschritt wird, wenn du zur Forschung wirst, endlich wieder da, Menschenversuche an der Uni Bielefeld. Bewirb dich jetzt und erhalte für dein Gehirn 2 VPN oder einen glutenfreien Schokoriegel. Bitte mach mit.
Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Problem. Wo früher noch Müller, Beckenbauer und Meier standen, stehen heute Özil, Can und Boateng. Und das größte Problem, Kritik an den Zuständen wird sofort mundtot gemacht. In diesem Coca-Cola-Fanblock wirst du ja sofort angemacht, wenn du mal Du Bimbo rufst. An Karten komme ich eh nicht mehr, seitdem ich die Affen mit Bananen beworfen habe. Für Menschen wie diesen nationalbewussten Fußballfan haben wir die Endlösung. Der Thorsteiner Aria-Fanclub. Lass die Fahne auf dem Dach. Lass die Party weitergehen. Endlich keine Karten mehr auf dem tschechischen Schwarzmarkt kaufen. Wir ermöglichen pro Spiel 88 Germanen den Zutritt zum exklusiven Aria-Block. Wir haben uns von den prägendsten Fanereignissen der letzten 10 Jahre inspirieren lassen und bieten allen Clubmitgliedern das volle Programm. Reichskriegsflaggen schwenken für Anfänger, völkisches Rudelsingen mit Fanschlagern wie Zick-Zack-Zigeunerpack und das absolute Highlight, eine gratis Hugo Boss Pickelhaube für die ersten 18 Mitglieder. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Der Thorsteiner Aria Fanclub. Traditionsbewusste Fankultur seit Olympia 36. Wir sind für Deutsch, la la la. Huiuiui, heute vor 2 Wochen, da ging es ja gerade richtig ab. Da war ja das Campus-Festival hier. Dancen, saufen, bumsen, Mukka-Chaka, ja. Aber es gab ja auch einen handfesten Skandal. Oh ja, der Headliner, ne, der Crow, der soll ja ein ganz fieser Sexist sein, hat man gehört. Degradiert in seinen Texten die Bitches zu Schlampen und Namen haben sie auch nicht mal. Ja, das hat der Asta gepostet und dann ging's richtig ab. Oh ja, also. Alle haben sie berichtet, die Welt, der Express, die Gala, ja sogar Bento, also wirklich nur Qualitätsmedien. Oh, ja. Und es gab Kommis ohne Ende. Tja, und bei so emotionalen Themen wie Sexismus, da läuft einem als Redakteur doch direkt das Wasser im Mund zusammen. Aber noch geiler als Suleymas Sexismus verkaufen sich ja echte Sexcrimes, ne? Ja, und wie man die am besten zu Klicks macht, das haben wir euch mal zusammengestellt. Die Top 5 MeToo-Marketing-Tipps. Der Sexskandal. Du willst das Reizthema sexuelle Gewalt umschiffen, aber trotzdem was vom geilen Medienhype MeToo abhaben? Dann verwandle einfach den ungemütlichen Downer-Begriff Vergewaltigung in einen verruchten Sexskandal. Schon hast du eine coole Schockstory rund um fiese Ekelregisseure und arme Praktikantinnenmäuschen. So bekommst du auch dieses Thema lockerflockig in deinen Clickbait-Feed. Die Cross-Promotion. Sexuelle Übergriffe sind eine schlimme Sache. Aber in der sündigen Verlockung des Verbotenen liegt auch viel Erotik. Mach es wie der Stern und berichte in allen Details über die Taten vom Sexmonster Weinstein. Und wer bei den ganzen beschriebenen Casting-Couch-Blowjob-Anzüglichkeiten den Boner nicht mehr unterdrücken kann, für den hast du direkt die Weiterleitung zum nächsten geilen Artikel. So heiß brutzelt Gigi Hadid in der Sonne Griechenlands. Natürlich halbnackt. Die bizarre Knickknack-Story. Langweile dein Publikum nicht mehr mit rührseligen Rape-Stories rund um abgehalfterte Ex-Sternchen. Promi-Flash weiß, viel spannender sind exotische Sex-Crimes à la Shades of Grey. Wie hart wurde Rose McGowan wirklich abgeraped? Hat Jamie Foxx einer Frau seinen Pferdeprängel ins Gesicht geschlagen? Und wenn ja, wie geil war es wirklich? Mit diesen heißen Stories plus dem Hashtag MeToo gibt es Klicks für Chicks. Die inszenierte Provokation. Nur keine Presse ist schlechte Presse. Mach es wie unser Nordi Nackedei Sophia Tomalla und setz dich bewusst provokant in Szene. Erzähle einfach in jeder Talkshow, dass diese ganzen MeToo-Weiber doch nur Aufmerksamkeit auf Kosten der armen Männer wollen und dass du auch noch nie angegrabbelt wurdest, obwohl du ja nun wirklich die geilste von allen bist. Das sichert dir die ganze Aufmerksamkeit. Garantiert. Die Kunstaktion. Die Tomalla-Masche ist dir zu primitiv? Dann mach es wie die australische Edeldesignerin Karishma Kasabia und entwerfe gleich eine ganze Hashtag MeToo-Modekollektion. Aber nicht als politisches Statement, sondern als postironische Kunstaktion.
mit ulkigen Beinamen wie dem Sex on Legs Kleid, dem Bounce With Me Sweater oder dem Take Me Off Slip Kleid machst du echte Rape Couture. Ach ja, die Zeiten heutzutage, ne? Das ist ja alles spannender als wie ein Kimi im Fernsehen, ne? Was da so in der Welt passiert. Boah ja, da rettest du so ein paar hundert Fugees vom Ersaufen und dann wirst du direkt verklagt und verhört. Na, aber da muss ich jetzt aber auch mal sagen, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, ne? Sondern ist ja recht. Wenn du jetzt im Supermarkt klaust, nur weil du Hunger hast, bekommst du ja auch eine Strafe. Ja. Aber trotzdem, allein die Bundespolitik, das ist ja wirklich alles so verrückt, was da alles passiert. Und was es für Wendungen gibt. Jetzt reden sie wieder alle über die Asylanten, obwohl doch gar keine mehr kommen. Ja, ist ja auch wieder Blödsinn. Das sind ja alles bekanntlich Asyltouristen. Und du weißt ja, Urlauber gibt's immer. Aber die Angela will ja jetzt irgendwie alle abschieben, obwohl sie doch die Flüchtlingskanzlerin ist. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ach, Konrad, kein Problem. Für so einfache Gemüter wie dich gibt's in Bayern ja jetzt extra eine Fabel für die kleinen Bayern-Kids, ne? Und da wird nochmal alles genauso erklärt, wie es ist. Es war einmal im gut eingezäunten Heimattierpark Inzestkreuth im Bayerischen Wald. Dort lebte das alte, gehetzte Hängebauchschwein Horst. Horst war Anführer einer großen, radikalen Schweinsrotte und er hatte ein Problem. Früher hatten die Jungen immer noch Respekt, aber heute benehmen sie sich wie die Buschschweine. Und tatsächlich, die Jungeber trieben ihn mit gemeinen Intrigen in die ekligsten Jauchegruben. Bald haben wir ihn soweit. So wie der keucht, er säuft er bald in der Scheiße. Die Eber, der dümmliche Dobrindt und der sardonische Söder hatten den ganzen Park gegen Horst aufgebracht. Doch was war geschehen? 4 Jahre zuvor hatte die Parkmutti, die durchtriebene Dorfkuh Angela, ihren Untertanen ein Geschenk gemacht. Emir, der Elefant, wurde in seiner Heimat von Wilderern bedroht. Er darf jetzt bei uns leben. Ich bin mir sicher, er wird den Kleinen viel Spaß bereiten. Und ich kann mir gut und gerne einen lauen Lenz machen. Ein Elefant im bayerischen Wald? Konnte das gut gehen? Zunächst waren alle Parkbewohner neugierig und beglückt. Sie alle kamen, um Emir zu begrüßen, ihn zu beschenken und den Rüssel zu schütteln. Sogar die Tierbild war gekommen. Hallo, ich bin Ferdi, der Fuchsreporter. Wir helfen, wenn so eine arme Kreatur in unseren Wald kommt. Doch das Glück sollte nicht lange anhalten, denn die Jungeber sahen in dem Elefanten bereits die große Chance für ihren teuflischen Plan. Elefanten haben in unserem bayerischen Wald nichts zu suchen. Wenn wir das dem Tiervolk deutlich machen, werden sie ganz schnell von den saftigen Ziezen der Mutti ablassen. Und wir haben die Macht für uns allein. Die erbarmungslosen Eber riefen ihren Freund Ferdi an, damit er ihren Plan in die Tat umsetzen konnte. Und schon am nächsten Tag meldete die Tierbild Schreckliches und der ganze Park war in Aufruhr. Der Emir hat ein Ferkel auf seinem Stoßzahn gespießt und gegrillt. Nein, viel schlimmer, ich habe gelesen, er hat mit seinem Rüssel eine Jungsau so lange malträtiert, bis sie geplatzt ist. Plötzlich hatten alle Bewohner des Tierparks Inzestkreuth große Angst vor dem Dickhäuter Emir. Die Jungeber nutzten die Gunst der Stunde, um ihren Sauenanführer Horst unter Druck zu setzen. Horst, die Schweine fühlen sich nicht mehr sicher im Park. Du musst der alten Sumpfkuh Angela die Leviten lesen. Schließlich ist sie ja nur wegen dir Königin des Tierparks. Aber es ist so anstrengend und ich bin so müde, erwiderte Horst. Los jetzt! Also watschelte Horst zum Throne der Angela. Der Elefant muss weg. Er gefährdet die Kultur von Inzestkreuth. Und die Schweine meiner Rotte machen mir auch Druck. Lieber Horst, ich nehme deine Probleme sehr ernst. Da können wir gut und gerne später nochmal drüber reden. Jetzt habe ich aber erstmal einen Termin bei der Eutervorsorge. Die Tage vergingen und das Tiervolk wurde wütender. Und Emir immer trauriger. Ich möchte meine Familie wiedersehen. Können wir die nicht auch in den Tierpark holen? Diesen Satz schnappte der listige Ferdi zufällig auf und am nächsten Tag las man in der Tierbild: Muttis Rüpelrüssel, jetzt kommt die Sippe. Bald kein Platz mehr für Schweine. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Die gesamte Schweinsrotte versammelte sich vor Horsts Jauchegrube. Wir sind die Schweine! Wir sind die Schweine! Horst, wir haben dich nicht zu unserem Anführer gewählt, damit du von der Dorfkuh nicht unterjochen lässt. Wer schützt denn so ein Rüsselmonster? Na gut, ich werde die Kuh nochmal um eine Audienz bitten. Ein Schläfer! Aber Horst bekam keine Audienz.
Die Dorfkuh Angela hatte zu viele Termine. Die Schweine gehen mir eh schon auf den Euter. Ich fahre jetzt in mein Kuhhotel und lass mir die Zitzen massieren. Jetzt geriet die Lage außer Kontrolle. Die Jungeber stachelten das Tiervolk weiter gegen Horst und den Elefanten an. Horst sah nur noch eine Lösung. Dann muss ich den Elefanten wohl selbst in die ewigen Jagdgründe schicken. Dann ist Ruhe. Also schleppte sich Horst zum Elefantenkäfig, um Emir eine vergiftete Weißwurst in den Rüssel zu schieben. Doch dazu kam es nicht. Horst war so langsam, dass der Elefant ihn für einen Stein hielt, an dem er sein Hinterteil rubbeln wollte. Und es machte Platsch und Horst war nicht mehr. Was für ein Schlamassel! Als am nächsten Tag die große Schweinsrotte ihren zermanschten Anführer sah, gab es kein Erbarmen mehr. Sie rissen den Dickhäuter in Stücke und die Jungeber applaudierten. Danke, Horst. Du hast dich für uns geopfert. Und wir können wieder friedlich in unserer Inzestkultur leben. Und die Dorfkuh Angela sprach. Jetzt ist aber auch mal wieder Ruhe im Karton. So ein Elefant kommt mir nicht nochmal in den Park. Ich werde jetzt Grenzregime an den Parkzäunen einrichten. Jeder Elefant, der hier rein will, wird direkt nach Syrien deportiert. Und die Moral? Gibt's nicht. Boah, das ging aber auch schnell wieder rum, diese Stunde. Also es kommt mir vor wie 15 Minuten. Das war schon wieder, ne? Ja. Also was haben wir hier auf der Uhr? 10 Minuten 31. Ah nee, das war ja die Vorproduzieruhr. Ja, wir hatten mal wieder keinen Bock, hier uns live ins Studio zu stellen für eine Stunde. Darum haben wir hier Take für Take das alles rausgekotzt. Schön rausgejitzt aus dem Mund. Aber jetzt habt ihr hoffentlich Spaß gehabt mit der Sendung. Wir sind schön im Freibad und lassen uns die Sonne auf den Pelz knallen. Ja, haben uns auch schön eingeschmiert mit Sonnencreme und gleich springen wir bestimmt ein noch Creme mal ins kühle Nass. Ja. Also wir sehen uns, hören uns nächsten Monat vielleicht wieder, wenn wir dann nicht vielleicht einen richtigen Job haben. Also bis dahin sagen Konrad Körner und der Strunk, wir lecken jetzt am Eis. Tschüssi.